Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Ja, ich bin immer noch hier an der Ecke und wir besiegen ihn gerade auf einer lächerlichen Art und Weise, indem wir hier von einer Ecke, wo er halt nicht so wirklich hinkommt und was auch nicht, glaube ich, so ganz überdacht worden ist, ja, einfach stehen bleiben, somit halt sicher sind, aber den Gegner immer noch treffen können, wie ihr unschwer erkennen könnt an meinen Schüssen, die sitzen. Oben die Lebensleiste ist schon ganz gut runter, schockierenderweise. Zwischendurch muss ich auch noch hier die Vulkan-Kristallisk entfernen, weil die mir auch sonst zu schaffen machen, noch zusätzlich. Aber ansonsten haben wir es ganz chillig hier. Das Einzige, was ich immer mal zwischendurch machen muss, ist die Munition rufen. Dafür muss ich dann immer mal ganz kurz einen Schritt nach hinten setzen. Natürlich muss ich auch aufpassen, dass ich immer relativ bei Gesundheit bleibe. Das Schöne ist immer, wenn ich Crit-Schaden machen kann. Aber ja, dafür muss ich halt sehr gut treffen. Und momentan mit den Rucklern und mit meinem nicht so großen Feingefühl für Zielen ist das relativ schwer. Kann natürlich auch hier flächenmäßig Schaden machen, das geht natürlich auch. Ist, glaube ich, auch ganz gut, wenn ich jetzt gerade mal die Schrot verwende. Weil macht natürlich in kürzerer Zeit viel mehr Schaden. Was ja selbsterklärend ist. War mal so frei und haben immer da vorne alles abgesammelt. Aber ihr seht, es geht relativ schnell dafür, dass es halt, wie gesagt, eine Schrot ist und auf Entfernung können wir damit auch ganz gut Schaden machen.
Also nicht in der Mitte hocken. Geht ruhig. Geht ruhig auf die Seiten. Und versucht natürlich immer mal Schüssen durch. Alle 1,5 Minuten, soweit ich das jetzt richtig berechnet habe, an der Kiste natürlich neue Munition nachzuordern. Dann habt ihr eigentlich gar keine Probleme. Also wirklich gar keine. Out. Jetzt so leider Gottes der Punkt, wo man einmal kurz failt. Da kriegt man dann ganz kurz auch mal Panik. Okay, Schrot ist langsam wieder was verfügbar. Ich glaube, größte Sicherheit habe ich hier, aber dann sehe ich wieder nichts. Also wurde schon ein bisschen bedacht alles. Man merkt es. Okay. Das gefällt mir. Und noch einmal hier durchrennen. Kurz einfach nur, um noch mal ein bisschen nachzusammeln. Allein schon das Platten entfernen macht ja Schaden. Und wenn man dann nochmal weiter drauf hält, hat man ja doppeltes Glück. Ja gut, also wenn ihr Wahrkammerjäger-Modus schnell durchkommen wollt, könnt ihr ein bisschen tricksen natürlich. Aber natürlich würde ich euch wirklich empfehlen, so wie es halt auch den Sinn macht, sich zu equippen für diesen Modus. Mit anderen Worten, sich die richtigen Waffen und Co. rauszusuchen. Okay.
Ist doch ein längerer Kampf, als ich erwartet hätte. Selbst in diesen lächerlichen Optionen. Oder wie man es nennen möchte. Okay, langsam wird's wieder. So. Ihr könnt damit rechnen, dass es da ganz kurz einen kleinen Cut gibt auch. Leute, weil ihr euch fragt, warum ich im Menü bin. Es hat sich kurz aufgehangen. Okay, grandios. Und wieder mit der Schrot weitermachen. Grandios. Jeder hat so seine eigene Mechanik. Ich setze darauf, dass das hier zieht. Und das tut es ja momentan auch ganz gut. Meine Fäuste!
Nicht nur, dass es jetzt wieder anfängt zu ruckeln. Es nervt mich auch gerade, dass wir kurz vor den finalen Hits sind. Also, vom Schaden her meine ich jetzt, ne? Oh Gottes Willen, kann das... Wenn das Spiel einmal nur aufhören würde zu ruckeln, das wäre nochmal schön. Na gut, wie gesagt, wir haben ihn ja jetzt gleich. Aber ich habe gewusst, dass ich einen ganzen Part für den gebraucht hätte. Und wie ist es jetzt am Ende auch? Ich brauche einen ganzen Part für ihn. Okay. Grandios. Wo ist denn... Da ist Mr. Kristall. Okay, wir haben es gleich, definitiv. Gleich. Boah, das ist eine Genugtuung, Leute. Ich bin durch mit Warenkammerjäger-Modus, zumindest was Story anbetrifft. Ja, und jetzt kriegen wir nochmal Loot. Doppelte Loot-Ladung hier. Bin sowas von voll. Nein, so darf ich nicht sterben. Nicht so. Moment. Fallen lassen. Fallen lassen. Fallen lassen. Vor dem Ziel. Nicht durch die Hand eines dreckigen Banditen. Ich hätte den Planeten retten können. Ich hätte Recht und Ordnung wiederherstellen können. Ja, ja. Red ruhig weiter. Ich höre zu. Ich muss nur hier gerade mal so ich ein, zwei Sachen. Nicht durch einen Kindsmörder und Psychopathen.
Du bist eine Bestie! Ein Wahnsinniger! Du bist ein Bandit und ich bin der verfluchte Held! Okay. Wenn er das meint. Ah, meint! Hallo, was ist denn jetzt los? Lassen. Momentan habe ich es aber auch mit der Maus, ne? Gut, ich bin ein wenig zittrig, muss ich zugeben. Hast du gesehen, ich stand ganz halt in der Ecke und habe nichts getan quasi. Der Krieger hätte diesen Planeten den Frieden bringen können. Keine gefährlichen Kreaturen mehr, keine Banditen mehr. Pandora hätte das Paradies sein können. Das ist das Ende, Kammerjäger. Entweder du tötest Jack oder ich töte ihn für dich. Wofür entscheidest du dich? Hey. Das war für Roland, Arschloch. Es ist vorbei. Endlich. Gut gemacht, Kammerjäger. Du bist ein Badass. Jetzt müssen wir nur noch den Schlüssel loswerden. Warte, überlass das mir. Ultimativer Kammerjägermodus. Glaub mir. Langsam, Mann. Ich wäre fast draufgegangen vorher. Ach Leute, schaffen wir es vielleicht doch unter 250 Folgen? Wo zum Henker wart ihr vor 5 Minuten? Ich weiß ja nicht. Ohne den Kammerjäger wären wir jetzt alle tot. Ich glaube, das ist ihre Art, uns zu sagen, dass wir gewonnen haben. Dachte ich mir schon. Ich hoffe bloß, ich muss diesen Schlüssel nie mehr wiedersehen. Hat Spaß gemacht, du Alien-Arsch. Das, was uns die Gearbox-Macher so lange vor die Nase gehalten haben, ist ja jetzt endlich da. Aber 10 Jahre. Du weißt, was das heißt. Ja. Ist krass. Wir kommen nie zur Ruhe, was? Okay, in dem Fall überspringe ich aber diesmal hier. Wir haben den, ja, ultimativen Kammerjäger-Modus freigespielt. Und ja, ich würde sagen, ich bin mal so frei und bediene mich nochmal. Oder, achso, Munition wird automatisch aufgeladen. Gut, ja, grandios. Dann würde ich sagen, bewege ich mich mal zurück. Wird noch selber aufgesammelt. Sehe zu, dass ich meinen Kladderadatsch noch loswerde. Also sprich mein Waffenkram, den ich jetzt aufgesammelt habe. Und sehe zu. Moment. Aber wirklich, das wäre jetzt echt lächerlich. Sehr schön. Dann kriegen wir es da doch noch hin. Gesundheit pro Sekunde. Ja, manchmal. Das wollte ich auch eigentlich vorher schon haben. Feuerrate mache ich auch nochmal hoch. Und jetzt kommt die ganze Chose hier mit den ganzen Kladderadatsch, was ich machen wollte. Ja, ist doch klar, dass ich die nehme.
Ist halt immer schockierend, wie gut manche Waffen sind, obwohl sie halt eine schlechtere Bewertung haben von der Seltenheit. So. Den Rest gucke ich mal in Iridium Client nach. Also sprich, ich werde jetzt erstmal kurz Inventarmanagement noch machen. Ruckel, ruckel. Ihr seht, hier ist jetzt gerade, ja, Grundtexturen werden alle geladen. Ja, schön alles sich angucken, damit es auch noch mal schneller lädt. Ach ja. Hat es Spaß gemacht, auf jeden Fall. Komm mit King Kong, Mong. Und ja, das ist der King Kong-Verschnitt. Scheiße. Das war klar. Okay, ich würde sagen, im nächsten Part sind wir wieder in Sanctuary. Macht, glaube ich, auch für mich am meisten Sinn. Wie hart es einfach auch ruckelt, ne? Ja, im nächsten Part sind wir wieder in Sanctuary. Kümmern uns dann da wieder drum, nochmal ein paar Nebenmissionen abzuhaken. Wahrscheinlich habe ich auch ein paar, die ich abgehakt habe, parallel, ohne es zu merken. Und dann gucken wir mal. Ich will trotzdem jetzt hier versuchen, King Mong zu erledigen. Hilfe. Moment, gleich haben wir es. Und ja, ich weiß, das habe ich auch beim Krieger gesagt. Aber hier sieht man es ja eindeutig, wie schnell es geht, wenn man ein wenig gerissen ist. Ah, scheiße, Kugel verschossen. Ah, Scheinblätter. Und jetzt muss ich so oder so schaffen. Okay, bringt nichts. Gott, durch die Klauen da alle durchlaufen. Ja, wie gesagt, King Mong ist King Kong. Und dann gibt es noch einen, der spielt auf Donkey Kong an. Das war ja der, der da hinten diese Fässer wirft. Oder sowas ähnliches wie Fässer. Aber jetzt heißt es erstmal wirklich zurück nach Sanctuary. Und dann geht es jetzt aber auch final im nächsten Part weiter. So, von daher würde ich sagen, sehen und hören wir uns dann in Sanctuary wieder. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch das nächste Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, schöne Tage. Ich bin raus. Haut rein. Ciao.